Ja, genau. Macht auch Sinn, wenn man jetzt, also wenn jetzt die, ich hätte gern so einen Zusammenschnitt aus, wie hieß die Sendung jetzt dazu nochmal? Moment, Jeopardy. Jeopardy. Ja. Daraus irgend so ein Zusammenschnitt, wo die Kandidaten immer oder irgend sowas sagen und das auf den... Das ist das Lied. Ja. Was, das haben wir nicht als Sound? Jetzt muss ich zwei neue Sounds machen. Nämlich, was, das haben wir als Sound und was, das haben wir nicht als Sound? Okay, bei wie vielen Minuten stehen wir denn jetzt eigentlich? Oh, auf jeden Fall, die Aufnahme läuft noch, da bin ich ja froh. Gut, dass ja, ich auch. Ihr seid Aquana, oder nicht? Warte, hast du das schon gelesen? Ihr seid Akani, oder nicht? Ich? Akani? Ich enttäusche euch nur ungern, aber da liegt ihr falsch. Ich bin Vulnona. Ich bin nur die große Hexe. Ja, aber die Schatten nannten euch die... Hexe. Ich habe immer nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ich dachte aber, es hieße große Hexe. Ah ja, sie gaben mir... In der Tat. ...einen solchen Namen. Allerdings... Allerdings ist die Aufnahme an dieser Stelle dann plötzlich für 5 Minuten abgeschmiert. Also so mittendrin und ist dann irgendwann wieder richtig normal weitergegangen. Und dementsprechend, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Exido aus der Zukunft. Und ich habe sogar einen Beweis, dass ich aus der Zukunft bin und gerade das hier nur nachmache. Denn ich habe Folgendes. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Ja, und diesen hatten wir vorher nicht. Hä, dafür haben wir keinen Sound? Ganz genau. Übrigens, ich bin natürlich auch nicht alleine. Also ich habe auch Mark noch immer dabei, auch wenn man ihn gerade nicht sieht. Hallo. Hallo. Jo, und deswegen wollen wir hier mal am besten wieder fortsetzen, ne? Also, ja, sollten wir doch mal machen, nicht wahr, Marc? Stimmt. Okay, dann allerdings gab es dafür einen völlig anderen Grund. Hupsi, da ist mir doch glatt kurz das Bild weggegangen. Ich fürchte, sie hat recht, Fräulein Faye. Sie ist nicht Aquana. Also jedenfalls wollte ich sagen, wir waren, also, ja, weiß ich nicht, haben mittendrin irgendwie was rausge... Es ist mittendrin was rausgeflogen aus der Aufnahme und mir ist das erst aufgefallen, nachdem die folgende Aufnahme denn da war. Was machen wir jetzt, Herr Professor? ich habe dann also wieder bis hierher gespielt und ja, jetzt werden wir das zusammen wieder neu aufnehmen und ja, sind Sie dabei, Wachtmeister Barton? Jawohl, Herr Inspektor! Okay, dann machen wir mal hier weiter. So, wie geht's denn weiter im Text? Oh, da spricht Maya was. Möchtest du sie denn jetzt mal sprechen? Nee, mach du das mal lieber. Wieso? Na gut, dann mache ich es halt einfach. Vielleicht willst du ja einfach nur mal meine Maya-Interpretation hören. Die wahre Arcana würde sich nie so offen zeigen. Es wäre ein zu großes Risiko. Risiko, Risiken und Nebenwirkungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Okay, weiter geht's. Es wäre, als würde sie sich stellen. Außerdem waren die Schatten im Wald recht eigenartig. In der Tat. Ja, die waren... Ah, das waren verkleidete Laborchefs Dr. Klenk.
Okay, Oh, Mann. Das... Nein, also, da fällt mir... Ja, genau, also, nein, wie gesagt, das waren verkleidete Laborchefs Dr. Klenk, die gar nicht aussahen wie der Laborchefs Dr. Klenk. Hm, ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt, dass du das selber sagst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, auf jeden Fall, machen wir mal lieber weiter im Text, das ist wohl besser, oder? Ja. Stimmt. Ja, Ich glaube, ich sollte da jetzt mal langsam... Nein, genau, Marc, möchtest du mal auflösen, was hier gerade vor sich geht? Nee, mach du das mal lieber. Und zwar, pass auf, ich weiß nicht, ob es bisher aufgefallen ist oder ob es sehr aufgefallen ist, aber mein Marc ist im Grunde kein richtiger Marc, sondern nur eine Ansammlung von Soundfiles, die ich mal von ihm bekommen habe, als ich eigentlich Rätsel des Tages machen wollte, wo er dann nicht dabei gewesen wäre, so richtig. Ja, hört's einfach von ihm selbst. Das ist nur ein Soundfile. Ich bin eigentlich gar nicht da. Ja, so kann's gehen, wenn man nochmal irgendwo auf seinem Rechner einen Ordner findet mit Soundfiles von Marc. Hey, hör auf, mit meinen Sprachaufnahmen Unfug zu treiben. Ich mach so viel Unfug, wie ich will mit deinen Sprachaufnahmen. Du hast sie mir schließlich gegeben. Oh, Menno! Hey, da ist noch eine dabei. Ein Glück habe ich meinen Alkohol, sonst können die mir das nie antun. Oh, das macht so einen Spaß, das glaubt ihr mir gar nicht. Marc ist zwar eigentlich gerade nicht da, aber trotzdem. Mit Soundmark scheine ich mich auch ganz gut, ja, scheint auch gut zu klappen mit Soundmark. Findest du nicht auch? Stimmt. Da fehlt das T am Ende. Naja, was soll's. Oder warte mal, hier. Ich hab ihn sogar sowas hier, oder er hat sogar sowas eingesprochen. Wie wär's noch mit irgendwas total Strangem, was ich nie sagen würde und noch nie gesagt habe? Irgendwas total Seltsames. Irgendwie so, weiß ich nicht, YMCA singen oder keine Ahnung. Genau, und das machen wir jetzt. YMCA, aber das hat er nicht aufgenommen. Also dementsprechend, ich mach mal weiter hier, sonst wären das mehr als 5 Minuten. Huchi. Jetzt ist mir... Och nö, geht mir der Anschluss da hinten schon wieder kaputt? Das wäre ja jetzt doof. Also ich meine den an meinem 3DS hinten, den Anschluss, nicht das, was ihr jetzt denkt. Und worüber Robomark gerade so lacht. Oh nö, das ist doof. Das ging mal so gut eine Weile. Was? Nein. Nein, nein, nein. Anschluss, du bleibst drin. Ich will jetzt nicht, dass mir meine Technik wieder abschmiert. Also, ich leg das Ding jetzt mal nicht mehr so aus der Hand. Ich werde jetzt hier einfach weitermachen. Oh mein Gott. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das muss nicht nochmal repariert werden. Nein, 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 nein. Weiter. Eigenartig? Es ist verwunderlich. Wieso würden Sie meinen, sie wäre die große Hexe, wenn es hier keine Anzeichen von Magie gibt? Ha! Das stimmt. So viel ist bisher geschehen, aber nichts davon hatte mit Magie zu tun. Als wir uns im Purgiswald getroffen haben, und selbst jetzt, wollt ihr, dass wir etwas finden? Werdet ihr wahrhaftig Arcani? Hättet ihr einen Grund, uns zu helfen? Jetzt brauche ich mal einen Sound. Ja, das ist richtig. Günther! Ich bin nicht Arcani. Vielmehr strebe ich danach, Arcani zu treffen. Mit einem Pokéball! Puff! Und dieser Moment steht kurz bevor. Ich habe mir extra ganz viele Pokébälle gekauft, damit es auch nicht ausbricht. Die Wahrheit liegt in eurer süßen neuen Freundin verborgen. Bis wir uns wiedersehen. Wurst? Bitte wartet, wir sind noch nicht fertig. Moment mal, bin ich eigentlich schon fertig? Ich muss mal gucken. Huchi. Ich hoffe, man sieht das jetzt noch. Ja, man sieht noch alles. Gut. Ich muss nämlich mal gucken, wo geht's denn hier eigentlich dann wieder weiter? Oh, Mist! Ich bin schon drüber!
Verdammt! Okay, nee, dann würde ich mich jetzt mal verabschieden und auch Soundmark wird sich... Och nein, 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 das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass meine Capture Card schon wieder... Ganz vorsichtig. Die kann doch nicht schon wieder im Eimer sein. Ich habe die erst letztens reparieren lassen. Och Mann. Na jedenfalls, ich und Soundmark verabschieden uns dann auch mal. Tschüss. Beziehungsweise, nein, Moment, die Aufnahme ist ja noch nicht fertig. Es geht ja jetzt normal weiter. Entschuldigung. Und dieser Moment steht kurz bevor. Die Wahrheit liegt in eurer süßen neuen Freundin verborgen. Finger weg, Professor! So deutlich, so wörtlich hat sie es nicht gemeint. Bis wir uns wiedersehen. Bitte wartet, wir sind noch nicht fertig mit Ihnen. Wir sind noch nicht fertig. Aber wir brauchen Sie doch dafür gar nicht, Herr Professor. Ich kann Ihre Stimme nicht mehr hören. Oh mein Gott, ich bin taub! Kein Wunder bei Ihrer Stimme, Professor. Ja, und was denkst du sonst so? Ich denke, sie ist verschwunden. Es scheint so. Das Diese Licht Hexe. Der Fackeln, es scheint so. Ja. Diese Hexe war nicht Akani, hä? Huh? Ich würde sagen, unsere große Hexe ist doch nur eine gewöhnliche Hexe. Oder gar keine Hexe. Oh Mann! Und ich dachte, wir hätten Akani gefangen. Das geht gar nicht! Denn Akani entwickelt man mit einem Feuerstein aus Fukano. Ich hab ihn Fred genannt. Den Feuerstein? Ja. Ja, na klar. nicht Fukano oder Akani. Denken Sie daran, was sie gesagt hat. Denken Sie daran, was sie gesagt hat, Fräulein Fay. Wenn wir die Wahrheit finden, finden wir auch Akania. Akania? Was? Sagen Sie, Professor, wenn wir die echte Akania finden. Denken Sie, dass wir ein Ende finden? Oder meinen Sie, wir werden noch 200 Parts brauchen? Ich denke, es werden noch mindestens... Also es werden auf jeden Fall über 200... Oh Gott, Moment, bei welchem Part sind wir jetzt gerade? Weil wenn ich bei Part 200 bin, dann muss ich auch gebührend sagen, feiern und sagen... hier. Scheiße. Wir sind, ja, scheiße, wir sind schon bei 200 Parts. Herzlichen Glückwunsch zu 199 Parts Sinnlosigkeit. Mit einem Part Story, so zeitlich gerechnet. Warte, ich schau schnell, wo wir sind. Okay, ja, aber ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, aber ich werde es mal ungefähr schätzen. Doch, das weiß ich aber, weil ich dann der Webcam-Aufnahme sehe. Wir sind bei 37 Minuten, ich habe aber ein bisschen später eingeschalten. Okay, wir sind also im dritten Part der Aufnahme. Und der letzte Part war 186, der hochgeladen ist. Ach, da sind wir ja noch von der 200... Jahre das schaffen wir noch zu Ende des Spiels vorher. Nee, da sind wir noch viele, viele Aufnahmen von entfernt. Nein, bla bla bla. Ich meine alles, die Hexenprozesse, die falsche Feuergrube. Denken Sie, alles wird endlich vorbei sein? Ja, es wird vorbei sein. Ja, das hoffe ich. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich mit dem Namen von Klaus Hitt. Ja. Ja, das glaube ich. Akania ist die Wurzel aller Unglücke dieser Welt. Gibt's ein Pokémon mit Wurzeln, was auf Ana endet? Oder? Knuffenser-Ana. Genau, Knuffenser ist die Wurzel aller Unglücke dieser Welt. Wenn wir es fangen, wird alles ein Ende haben. Knuffenser. Dann wissen wir, was wir tun müssen. Los geht's, Professor. Knuffenser. Los, Professor. Ich wähle sie. Professor, Gedankengut! Gut, Gedankengut. Achso, Quod erant demonstrandum. Das war ein Gedanke und der war gut. Vielleicht ist in diesen Ruinen der ein oder andere Hinweis zu finden. Was jetzt? Hä?
Wieso ist das? Warum hast du da dabei so gelacht? Weil ich dich einfach übergangen und ignoriert habe. Ach so, okay. Nett. Danke. Finde ich gut. So kommen wir mal voran. Natürlich, wir können noch nicht aufgeben. Gehen wir weiter, Fräulein Fay. Da ist was hingefallen. Ich frage mich, was dieses glitzernde Ding da eben war.